All diejenigen, die von einem Job als VIP-Assistent träumen, sollten zuerst einmal einen Blick auf die zum Teil eher fragwürdigen To-Do-Listen der Stars werfen. Denn Superstars wie Kim Kardashian, 41, Mariah Carey und Jennifer Lopez, 52, haben oftmals super skurrile Wünsche, wie Gala herausgefunden hat. Kim Kardashians Visagist muss ihren Po schminken. Die Königin der Selfies und Selbstinszenierung schart natürlich eine Entourage aus Beauty-Profis um sich. Kim Kardashian hat für beinahe jeden Teil ihres Körpers einen eigenen Angestellten. Ihr Visagist Mario Dedivanovic muss sich nicht nur um das Make-up für ihr Gesicht kümmern, sondern auch um den Intimbereich des Reality-TV-Stars. Richtig gehört. Denn schließlich kommt ihr berühmter Po nur auf diese Weise perfekt zur Geltung. Zudem verkündete sie vor einiger Zeit, dass sie einen Assistenten für ihre Dekolleté einstellen wolle. Jemand, der ausschließlich dafür verantwortlich ist, dass in diesem Bereich alles richtig sitzt. Im Video, Kim Kardashian über Pete Davidson, ich hörte von seinem großen Penis. Mariah Carey beschäftigt eine Trinkhalterin. Wohl kaum ein Promi ist so bekannt für seine Star-Allüren wie Mariah Carey. Demnach wundert es sicherlich niemanden, dass die Pop-Diva für beinahe jede Lebenslage einen Helfer beschäftigt. Unter anderem einen Trinkhalter, der ihr unter anderem während einer Autogrammstunde eine kühle Erfrischung reicht. Derjenige bereitet das Getränk vor und legt Mariah schließlich sogar den Strohhalm in den Mund. Es gibt allerdings auch Mitarbeiter von Mariah, die wesentlich schwerer zu tragen haben. Vor Interviews lässt sie sich nämlich angeblich gerne auf ein Sofa heben und drapieren, damit ihr Kleid nicht zerknittert. Puh. Danach kann die Sofacrew sicherlich selbst einen Trinkhalter gebrauchen. Jennifer Lopez setzt auf einen persönlichen Nippelzwicker. Genau wie Kim, hat auch Jennifer Lopez einen Assistenten, der nur für ihre Brüste zuständig ist. Im Fall von J.Lo stehen allerdings die Nippel im Vordergrund. Damit diese bei längeren Dreharbeiten und Shootings stets gekonnt in Szene gesetzt sind, beschäftigt die 52-Jährige einen sogenannten Nippelzwicker. Was genau die Aufgabe dieses Mitarbeiters ist, erklärt der Titel wohl ziemlich gut. Victoria Beckham braucht Unterstützung beim Shoppen. Als Star hat man es nicht immer leicht. Selbst beim Shoppen muss man eine schwere Luxushandtasche mit sich herumschleppen und das kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Deswegen hat sich Victoria Beckham, 48, auch Unterstützung geholt. Ihr Assistent muss nicht nur ihren Einkaufskorb im Supermarkt tragen, sondern auch ihre Handtasche und natürlich die Tüten der Luxusboutiquen. Mit zwei freien Händen shoppt es sich schließlich auch einfacher. Bruno Mars lässt sich die Nase putzen. Wer jetzt denkt, nur die weiblichen Stars erteilen ihren Assistenten skurrile Aufgaben, der liegt falsch. Sänger Bruno Mars, 36, wird nämlich kurzerhand wieder zum Kleinkind und lässt sich die Nase zwar nicht von Mama, dafür aber von seiner Assistentin putzen. In diesem Sinne, Augen auf bei der Berufswahl. SFI.